Name ist Roman Giel. Bin für die Jinko seit fast 4 Jahren mittlerweile tätig, mache seit 17, 18 Jahren Photovoltaik, mache Technical Business Development, unter anderem solche Trainings auch mit, stecke in der Produktentwicklung ein bisschen mit drin, mache Pre-Sales, After-Sales. Ja, und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte, für die Jinko in generell mal interessieren. Zur Jinko mal was zu sagen. Wir sind 2006, ist die Gründung, wir kommen eigentlich aus einer Zell- und Waferherstellung, haben deswegen von der Richtung natürlich eine Mordserfahrung. 2006 als Modulhersteller gegründet, haben mittlerweile 11,5, letztes Jahr 11,5 Gigawatt, also sind Marktführer Module ausgeliefert und haben mittlerweile, ja auch, wir gehen stark in Richtung Technologieführerschaft und deswegen sind wir auch hier, dass wir Ihnen ein paar Produkte von unserer Technologie hier zeigen, die einfach diese Technologieführerschaft oder auch die Spitze von der Technik darstellen. Jetzt würde ich mal sagen, fangen wir gleich, weil wir hier eh stehen, an der Modul hier mal an. Das ist ein integrierter Optimizer MX auf Zellstring-Ebene. Sie kennen Module, die haben vom Mitbewerber diese kleinen Boxen aufgepfropft, die sitzen auf dem Modul drauf. Bei diesem System hier ist folgendes: Jedes Standardmodul hat 3 Zellstrings, bei der Halbzelle sind 6. Und Sie haben als Bypass eine Bypass-Diode eingebaut. Das ist diese Emergency- oder Not-Bypassing. Wenn mit den Zellen irgendwas ist, schalten die den Strom durch. Die Sache hat einen Haken, bis diese Diode aktiviert wird, wird die Zelle heiß. Der Kunststoff wird heiß, geht bis zum Hotspot. Und dann schaltet irgendwann die Diode, die sitzt in der Junction-Box. Und die wiederum heizt dann diese Diode. Wehrt sich gegen den Strom, der durchgeht, ist auch ein Halbleiter. Und die heizt dann den Rest auf und sie verlieren 5 Watt an Leistung, nur mit einer einzigen Diode. Wir haben den Chip eingesetzt, der steuert diese IU-Kurve um den MPP-Punkt folgendermaßen. Sie haben ja immer das Gleichgewicht, Leistung ist U mal I. Sie fahren Spannung runter, Strom rauf oder andersrum. Das ist immer dieser Waagbalkeneffekt. Und mit diesem Waagbalkeneffekt können Sie einfach Folgendes machen. Sie fahren auf Kosten von der Spannung den Strom hoch. In der Berechnung ist Folgendes, Sie haben eine Reihenschaltung der Zellen im Modul. Reihenschaltung heißt, die Spannungen werden addiert, der Strom wird bestimmt durch den niedrigsten Strom im Modul oder in der Zelle. Es reicht, wenn eine einzige Zelle 20% verschattet ist, ist vollkommen ausreichend, dass der Strom drastisch reduziert wird und zwar im gesamten Modul wegen der Reihenschaltung. Und weil Sie natürlich auf dem Dach oder bei Ihren Anlagen, die Sie gebaut haben, auch die Module in Reihe haben, bestimmt in dieser gesamten String-Schaltung eine einzige schlechte Zelle den Strom, der rauskommt. Und deswegen fahren wir mit diesem Chip den Strom immer auf maximal nach oben, maximal 12 Ampere. Dann bleiben Sie nämlich an der Stelle immer oben. Sie verlieren vielleicht 10 Volt Spannung im gesamten String, was bei 10 Modulen, ob Sie jetzt 350 oder 340 Volt rauskriegen, macht nichts aus. Aber Sie haben immer diese 9 Ampere. Jetzt haben wir in dem Modul hier das gesplittet. Da ist der Chip nicht in einer Junction-Box, sondern in 3, weil das ist ein Halbzellenmodul. Wir können dann mal zur Vorderseite gehen, dann zeige ich Ihnen das. In dem Modul steckt eine ganze Menge an Technologie auf einmal drin. Also, wir haben einmal dieses MX-Optimizing-System, an dem Strom-Spannung-Kurve beeinflusst wird zugunsten des Stroms. Damit haben Sie niemals mehr einen Hotspot, kann nicht passieren. Sie können das Modul immer im Schattenbereich auch verbauen. Sie können auch bestehende Anlagen Module ersetzen, die im Schattenbereich liegen und damit den String dazu bringen, dass er wieder läuft. So, bei dem Modul ist noch ein bisschen mehr. Abgesehen von der Optik, schwarzer Rahmen, schwarzes Backsheet, ist ein Halbzellenmodul. Die Trennlinie ist hier in der Mitte. Deswegen sitzen die Junction-Boxen mit dem Chip auf der Rückseite auch auf dieser Mittellinie. Ja? Das heißt, die haben dann hier auch diese halben Zellen, sehen Sie hier. Damit ist der Strom generell mal halbiert. Das heißt, die inneren Widerstände werden geringer. Damit haben Sie die Verluste reduziert, und zwar auf 1/4. Das liegt einfach daran, Leistung ist I² mal R. Strom geht ins Quadrat ein. Wenn Sie die halbieren, haben Sie nur noch 1/4 vom Verlust. Auch klar. Dann sehen Sie Folgendes. Das ist eine Monozelle, aber die 2 mm größere Zelle. Und zwar nennt sich das Full Square, weil Sie haben diese Ecken nicht mehr. Wie Sie bei üblicherweise, erkannten Sie ja bei einer Monozelle immer, sagt, diese Ecken hier, dieses Oktagon, ist nicht mehr, das ist voll quadratisch, 2 mm mehr. Diese 2 mm mehr, deswegen heißt das Modul Cheetah. Alle Module mit dem Produktnamen Cheetah bei uns haben diese große Zelle 2 mm Kantenlänge mehr. 1,58
1,75 mm mal 1,58,75. Standard ist 1,5675. Ja, klar, damit haben Sie 8 Watt mehr und mit der Halbzelle gewinnen Sie zusätzlich nochmal 7 Watt. Macht insgesamt mit wenig Technologieänderung 15 Watt aufwärts. Hier sehen Sie ein Standard-Halbzellenmodul. Bleiben wir bei der Rückseite, ist vernünftig. Da sehen Sie, sieht anders aus, hat andere Junction-Boxen. Da steckt überall eine Diode drin. Das ist so eine Krücke für die Verschattung. Einmal die Verluste, haben wir klar gesagt, genauso wie hier, liegen bei einem Viertel vom Stromverlust. Dann haben Sie als nächstes eine Art Verschattungssicherung, weil das sind zwei Module, stromtechnisch betrachtet, die Sie getrennt voneinander betrachten können, aber in der Mitte parallel geschaltet sind. Das heißt, Spannung oben, Spannung unten bleibt gleich, ist dieselbe, aber Strom oben, Strom unten ist der halbe Gesamtstrom, weil die werden addiert bei einer Parallelschaltung. 4,5 Ampere hier oben, 4,5 Ampere hier unten macht 9 Ampere. Was passiert nun, wenn das Modul verschattet wird? Wie gesagt, ist eine Krücke, hat keinen MX-Chip. Wenn die untere Hälfte verschattet ist, liefert die obere immer noch ihre 4,5 Ampere. Bei einem Standardmodul, wo der Zellstring komplett durchläuft, passiert einfach Folgendes, dann ist dieser Zellstring tot. Sobald er voll verschattet ist, reicht, Hand draufgelegt, steigt die Temperatur der Zelle auf bestimmt 70, 80 Grad, wenn nicht mehr, mit Hotspot-Risiko. Und der Gesamtverlust ist so, dass dieses Modul eigentlich aus dem String rausfällt und mit den anderen Modulen in diesem String, weil es eine Reinschaltung ist, die werden ausgebremst. Einfach mal so. Ansonsten ist das hier von der Technologie, von der Zelle her, das gleiche ist nämlich auch ein Cheater. Können wir nach vorne stellen? Das ist ein 72-Zeller, also Top-End, das Ende von unserer Leistungsgruppe nach oben. Wir hatten gerade Cheetah, Sie wissen noch, große Zelle, 1,5875 im Quadrat, Halbzelle, daher das HC, 72, weil es 72 halbe Zellen sind, also 144, M wie Mono und es geht hoch bis zu 405 Watt. Das ist so das Projektmodul. Und ja, alle anderen Zertifikate sind gleich. Und Sie stehen schon mal goldrichtig. Es passt, alles gut. Das hier ist das Modul, für das wir unseren Award bekommen haben, Innovation Award. Und zwar ist das technologisch sehr, sehr ähnlich dem aufgebaut. Sie merken, es ist so eine logische Abfolge in den Produkten. Auch das ist eine Halbzelle, auch das ist eine Cheetah-Zelle. Aber das ist eine bifaziale Zelle. Bifazial heißt, kennen Sie bestimmt von anderen auch schon, haben Sie schon gehört, von der Rückseite wird die Einstrahlung auch noch genommen, um Strom herzustellen. So, dieser Bifazialfaktor ist 0,7, das heißt 70% von der Einstrahlung auf die Vorderseite kann die Rückseite generieren. Ja, 0,7. Hängt ab von dem Boden. Da gibt es den sogenannten Albedo-Effekt. Je nachdem, wie viel zurückgestrahlt wird, kann das Modul verarbeiten. Prinzipiell ist die Leistung immer höher als bei einem reinen Frontseitenmodul. Aber die Innovation hier liegt, auf der anderen Seite sehen Sie drüben, ist im Prinzip das gleiche Modul oder sagen wir mal die gleichen Zellen, aber als Doppelglasmodul. Doppelglasmodul ist bis jetzt immer so gewesen, haben Sie 30 Jahre Leistungsgarantie und die anderen haben 25 Jahre. Bei dem Modul hier, wir haben ein transparentes Backsheet von DuPont. DuPont Backsheet heißt so viel, wie wir arbeiten mit denen seit Jahren zusammen in der Entwicklung von Backsheets. Das ist das mit Abstand zuverlässigste, nicht das billigste, aber mit den wenigsten Reklamationen behaftete Backsheet überhaupt. Und das jetzt noch in voll transparent heißt, hat die gleichen Eigenschaften wie drüben das Doppelglas, spart Ihnen aber 8,5 Kilo. Das Gewicht ist wesentlich niedriger. Dann haben wir hier einen Rahmen für die einfachere Montage, kommt auch noch mit dazu. Also, Sie haben den Rahmen, Sie haben ein transparentes Backsheet, Sie haben eine Halbzelle. Sie haben, obwohl es ein Folienmodul ist, Glasfolie, 30 Jahre Leistungsgarantie, was wir normalerweise nur auf die Doppelglasmodule geben. Und Sie haben den deutlich besseren Degradationsgradienten, heißt so viel wie, Sie rechnen standardmäßig mit 0,7% bei Standardmodulen Leistungsverlust pro Jahr Degradation durch diese linearen Leistungsdegradation und Garantie. Der ist hier besser aufgrund der verbesserten Technologie. Es steckt noch ein bisschen mehr drin, aber das ist einfach so im Groben. Nochmal 30 Jahre Leistungsgarantie, Sie haben einen Rahmen dran, Sie haben 8,5 Kilogramm weniger Gewicht, Sie haben die Halbzellentechnologie, die vom Verhalten her positiver ist, mehr Leistung bringt und mit einem Wort eigentlich nur Vorteile. Das Ganze noch mit den Chinko-Garantien und vor allen Dingen, wir sind mit allen Komponenten, die wir verbauen, von der Qualität her sehr, sehr weit oben angesiedelt.
allen voran eben, wie gesagt, dieses Dupont-Backsheet, was wir hier speziell entwickelt haben, die Silikone, Klebstoffe, Dichtungsmittel. Das sind alles Sachen, die laufen bei uns durch die Produktentwicklung und durch die Tests, bevor sie eingesetzt werden. Ja, ansonsten für Fragen, wir sind hier, jederzeit und gerne. Datenblätter sind bei den Modulen dran. Sie können uns auch jederzeit ansprechen. Für Fragen jetzt, vielen Dank erstmal. Gibt es denn irgendwelche Fragen? Dem ist nicht so. Und ja, dann bedanken wir uns und bis im nächsten Jahr.